Gesportet! Gesportet! Mirit, ganz gut. Oh, und schaut, was er macht. Hallo? Mirit, holt euch Hanteln oder Wasserflaschen. Hallo miteinander und ein Grüß Gott. Ja, auch ich bin wieder online. Ich wärme mich hinten auf. Sie wärmt sich auf, was? Feuerzeug? Und macht bitte mit, wärmt euch auf. Schau, wir machen Ganzkörper mit Flaschen, mit Hanteln. Wir haben gar nicht so viel, wir machen es auch nicht so auf Zeit. Wir haben 7 Übungen. Ja. 7 Übungen. Immer 10 Wiederholungen. A 5 Sätze. Das heißt, 7 mal 5 sind Beine. 35 Übungen. Wir haben einmal Beine nur dazu. Ja. Und wir haben eine Übung Bauch ohne Kopfhanteln. Die legen wir dann. Ich habe so spät gegessen, Mädels. Ich habe vor einer Stunde. Das ist alles. Hm. Schaut. Kreisen. Schaut. Komisch. Das ist alles ein bisschen komisch, gell? Warum, Schatzi? Was ist dein Problem? Sag, erzähl. Also heute war ich am Kindi. Hast du mich vermisst? Auch. Nein. Doch auch. Er freut sich, dass ich bis zum Weg bin. Natürlich, nein, natürlich. Heute war ich am Kindi. Und da hat sie ein schönes Plakat gehabt am Kindi. Da musste ich hier weinen. Schatzi, würde sagen, wir sind nur am Weinen. Da musste ich hier weinen. Ja. Gell, wir sind war gar nicht Film so einfach. Ich bin sehr mimosahaft gerade im Moment. Wir beide. harte Männer, gell? Und wenn ich meinen Keanu dann immer sehe, wie der sich freut, dass sein Kindi geht. Der wackelt immer wie ein Hampelmann. Vor lauter Freude. Dann sage ich, ja, warum wackelst du denn so? Komm, was ist denn das? Dann sagt er, das ist seine Freundlichkeit. Ja. Jetzt müssen wir überlegen, wenn wir alle so freundlich wären, wir werden nur noch durch die Gegend wackeln. Ja, wenn er sich freut, dann springt er immer so hoch. Vor lauter Emotionen. Ja, ja, oh je, ja. Stimmt so. Ja, oh je, das ist dann brutal für ihn. Für uns ist das immer schön, weil es sind seine Emotionen, die er nicht rauslassen kann. Wir Männer können unsere Emotionen ja zeigen. Ja. Aber er wackelt halt noch. Okay? Komm, Schatzi. Also, passt auf. Das Erste, was wir machen, nehmt eure Kurzhanteln. Ich zähle alle Übungen immer ein. Nehmt die Kurzhanteln. Und wir fangen an mit der Kniebeuge. Kniebeuge, Kurzhanteln. Joi. Also, okay. Schaut her. Jede Übung, was ich frage die Ildiko ist Chef, wie viele Wiederholungen willst du? 10 oder 15 pro Einheit? 10. Okay, schade. Wir machen 10 und danach machen wir noch ein Spiel. Okay? Oh, komm jetzt, Schatz. Wir machen ein Spiel. Gut, wir machen das Karte aufheben Spiel. Sami, komm. Zeige euch. Schaut her. Bereit für die Kniebeuge? 4, 3, 2, los. 1, 2, 3. Oh, du musst ein bisschen langsamer mit mir. 5. Du hast gesagt, nicht auf Zeit. 6, 7, 8, 9, 10. Auf dem Boden liegen, auf dem Rücken. Komm. Auf dem Boden liegen, auf dem Rücken. Auf die Matte. Auf die Matte oder nicht? Nur Mädchen brauchen Matten. Ich bin ein Mädchen. So, Brücke machen, Brust drücken. Brücke machen, Brust drücken. Das heißt, oh, das ist 10 zu wenig, 15. Habe ich doch gesagt. Ja, wir können auch 20. Okay, Brust drücken, hoch damit. Brücke hoch. Das heißt, hoch und drücken. Und das los. Heißt Schulterbridge. Schulterbridge. 1, 20 Stück. 2, 3, bin ich gespannt, ob er das macht. 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe eine Sprachnachricht bekommen. Von wem? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ob das 5 ist, mein Gott. 8, 9, 10. Bleibt oben. Fliegende. Und. Oh, die schaffe ich nicht. 10 Stück. Oh. 2, vertraut mir. 3. Oh, ich komme hier vorne wie ein Mann. 4, Bischof. 5. Schatzi. 6. Oh, das machen nur Männer. 7, nein. Was will das? 8, nein. 9. Und jetzt noch die Geräusche. 10. So, jetzt nach hinten gehen. 8. Trizeps drücken. Und. 1, nur mit dem Trizeps. Das fällt mir im Gesicht, aua! Mach. Du drückst mir das Ding ab! 2, guck mal, wie dünn meine Beine, meine Arme sind. 3. Schau, Schatz! 4, ohne Schultereinsatz. Ich habe beim Arbeiten abgenommen. 6. 7.
8, 9. Bisschen langsamer, damit sie auch mitkommen 10. können. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Soll ich auch? Darf ich auch eine Übung machen? Nein, komm bitte, aufstehen. Du wolltest. Aufstehen. Drei Kurzhanteln nehmen. Einzelbizeps-Curls hier zur Mitte. Eins, zwei, langsam so kompensiert mit. Drei, vier, fünf, ja, die Pinkstoche. Sechs, sieben, willst du 15 machen? Ja. Acht, okay, mach 15. Neun, ich freue mich. Nur diese männliche gefällt mir nicht. Es ist nichts Männliches. Doch. Elf, 12, wir machen alles 15 Mal. 13. Ja. Okay. Gell, Mädels, 15 Mal, wir schaffen das. 15. Okay. Schulter hoch. Ach du Scheiße. Nacken drücken, Nacken drücken. Und los. 1. Das hört sich schon so männlich an. 2. Nacken drücken. Mit nackt drücken. Obwohl das jetzt allzu schlecht wäre. So meinst du, soll ich? 6. 7. 8. Nackt drücken. 9. 10. Zähl mal bitte. 11. 12. 13. 14. 15. Und die Nackenhandel, egal. Nach unten hängen und Nacken ziehen. Und los. Oh, das hasse ich. Mach einfach. 1, 2, 3, 4, 5. Was gibt es denn erstes? 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, erste Runde, zweite Runde, Kniebeuge, bereit? Zweite Runde, Ladies, rede auch mit denen. Ja, Ladies, die bereit. Die fühlen sich doch allein da. Wie soll denn mit dir die Frau reden? Doch, du siehst sie nicht. Also, du da schaltest sie nicht dich. Also, wir können auch nackt, Nacken drücken, nackt drücken. Schatzi, und übrigens, du bist nicht nur sehr, sehr alt, du bist pleite. Oh, ja, bereit? 4, 3, 2, und los! 1, warte mal, nochmal. 4, 3, synchron, 2, und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 95 Kilo, 9, 10. Und Arthrose. 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt runtergehen wieder in die Shoulder Bridge. Shoulder Bridge. Ja. Gesäß nach oben. Super. Und los geht's. 15 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bleib und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mein Personal Training auch. 8, 9, mit der alten Frau. Also alte Männer kommen als alte Frauen zu. 3, 2, letzte Mal. Und hochkommen. Nein, das. Achso, der Trizeps. Oh, Entschuldigung. 1, siehst du? 2, super mitgemacht. 3, 4, 5, 6, ich will dich sehen. 7, 8, 9, Schatzi, du bist warm. 10. Ich bin heiß. Und jetzt? 11. 15 durch. 11. 12. 13. 14. Bin ich oben? 15. Okay. Und hochkommen in Stand. Und wir gehen in die Bizeps Curls. Bereit? Innen nach innen. Und los. Ich fang an mit Zählen. Und los. 1. 2. Drei, ich glaube, er hat mich vermisst. 4, 5, also solche 6, Muckis wollen wir nicht haben, Ladies. Hol mir mal 7, bitte Wasser, ich sterbe. 8, 8, mach weiter. Du bist so blöd.
9, 10, schneller, 5, du wolltest ja langsam. 4, aber die wissen schon, 3, oder Ladies? 2, 1. Und Nacken drücken, hoch damit, 15 Stück und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 5, 4, 1 und du bist so kaputt. Nacken ziehen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 5, 4, 3, 2, 1. Und wieder in die Kniebeuge in 4, 3, 2 und los und 1. Immer jetzt mit 2, immer gute Figur. 3. Du kannst dich auch hinsetzen. 4, ich weiß. 5. Vor meiner Reichweite. 7, 8, 9. Alle machen mit. 10. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und wir gehen runter in die Schulterbridge. Puh. Ja, jetzt wird es langsam, gell? Ja. Und drücken. Irgendwie ist das so komisch anstrengend. Ja, Brust drücken. Nee, der drückt seine eigene Brust. Wenn jetzt irgendjemand ihr Lebensgefährte dabei hat, nein, sie Brust, drückt ihre Brust. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, mein Wasser, 5, 4, wer schreibt? 3, 2, 1 und genau. Ach Jasmin, da bist du aber schuldig. 2, wer schreibt sie? Sie hat vorhin die Tabata gemacht von Ding. 4, Nadine online. 5, 6, die können das nicht zusätzlich machen. 7, 8. Die Nadine's Tabata ist Kondition. 9, das ist Kraft. 10 und 5 und 4, 3. Er hat mich vermisst. 2, 1. Letzte Mal und 1. Wenn jemand einen Bruder oder eine Schwester. 2. Erinnert euch. 3. Die Spucke so ziehen lassen. 4. Richtung Gesicht und dann wieder hochziehen. 5, 6, 7, 8, 9, nein, das machst du nicht. 10 und 10, nein, 9, sonst schläfst du keinen Tee. 4, 3, 2, letztes Mal. Und hoch, komm mal zur Pizza. Du hast nicht so laut sagen, weil ich das hier noch an die Tür klopfe, wenn ich keinen Tee schlafe. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, kannst du bitte ein bisschen kippen? 5, 4, 5, 6, 7, danke, 8, 9, 10 und 5, was machst du? Nix. 4, weiter, weiter. 3, 2, 1 und lösen. Sehr und schön. Und Nacken drücken. Nacken drücken und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 5, 4, 3, 2, 1, lösen und Schulter hochziehen. Hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 5, 4, 3, 2, 1, lösen. Kniebeuge. Jawohl. Vierte Runde. 1, wie viele Runden haben wir? 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, kommt Ladies, 8, 9, 10 und 5 und 4, 3, kommt, mach mit, 2, 1, lösen und hinlegen. Ja, hinlegen. Schulter
Courage. Schieb den Po nach oben, Becken hoch. Und los geht's. Eins. Po festlegen. Zwei. Drei. Vier. Kommt jetzt schon gemütlicher als fünf. Genau, gemütlich. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und fünf. Und vier. Drei. Zwei. Eins. Und oben halten nach außen. Und eins. Passt auf eure Flaschen auf. Zwei. Drei. Vier. Bleib in dein Becken oben. Genau. Fünf. Sechs. Sieben. Kannst du keinen Tee machen. Acht. Nein. Neun. Warum nicht? Zehn. Mach mal im Hintergrund. Fünf. Nein. Hat auch. Vier. Drei. Zwei. Eins, lösen und jetzt oben. Und eins, zwei, drei, bleib mit deinem Becken oben. Vier, fünf, sechs, Po fest, Bauch fest, sieben, acht, oh nein! Acht, fünf, neun, also jetzt zehn. Und fünf, und vier, drei, zwei, lass mal dein Dehnen. Eins. Und lösen. Nein. Dein Dehnen war das andere. Ja, Stretching. Da ist es. Stretching, Ladies. Und hochkommen. Hochkommen. Und Seiten. Und los geht's. Eins. Zwei. Oh nein, drei. Ich habe mich auf YouTube noch nie gesehen. Hab ich? Fünf. Nein. Ich brauche Botox an der Stirn. Sechs. Ich habe so viel Falte auf der Stirn. Sieben. Oh nein, guck mal, wie ich aussehe. Acht. Süß. Neun. Nein. Ich brauche auch Botox. Ich brauche mehr. Ich brauche hier viel mehr. Und fünf. Und vier. Und Ladies. Drei. Zwei. Eins. Und nach oben. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Anita, fünf, machst du mit? Sechs. Ich hoffe es mal schon. Sieben, welche Anita? Ja, unsere Anita. Neun, zehn, Augenarzt Anita. Fünf und vier und drei, zwei, eins. Und Nacken ziehen. Und Nacken. Zehn. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und fünf, vier, drei, zwei, eins und letzte Runde, Ladies! Woo! Nein, kannst du die Hand noch spielen? Mach! Nein! Noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Aber der Typ sieht schon super aus. Neun, zehn und fünf und vier, drei, warum lachst du eigentlich so? Zwei, eins, lösen! Und komm. Oh nein, oh jetzt kommt mein Lieblingsteil, wo er leidet. Ich leide. Doch, du leidest. Jeden Tag. Schatzi, aber wir sehen da voll dick aus. Ich sehe dick aus, mach. Oh, wir sind nicht so dick, gell? Was riechst du? Ja, du vielleicht nicht. Nein, ich stink nicht. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich finde meine Länge zu hoch. Acht, neun, 10 und 5 und 4, 3, 2, 1 und oben bleiben, Arme seitlich und 1, 2, 3, 4, aua, 5, oh, ich habe meinen Finger, 6, oh scheiße, 7, ja, 8, oh nein, mach das mal mit 30 Kilo, 10 und 5 und 4, also 3, 2, 1. Oh, jetzt weißt du, wie mein Finger wehtut. Und komm. Oh, 1, 2, 3. Also zweimal Ildiko ist ja okay, aber zweimal Klaus ist einer zu viel. 6. Hey, jetzt Jasmin, 7, wir sehen uns im Powerdumping. 8. Du wirst zum Fitnessmodel. 9. Dann. 10 und 5. 4, 3, 2, 1,
lösen. Und hoch, 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 schneller hoch, schneller hoch, schneller hoch. Oh Schatz, lass mich doch jetzt. Und seitlich und eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe drei Tage mehr laufen können. Sechs, aus dem Kreuz. Sieben. Ich komme mal von acht, Elastika. Neun. Von den Incredibles. Zehn und fünf. Ich brauche schon nehmen. Vier. Drei. Zwei. Und weiter das Spiel. Eins. Lösen. Und Nacken. Nacken. Schulter. Eins. Zwei. Hä? Ich bin das jetzt. Hm? Ich war beim Arbeiten. Kontrolle. Fünf. Sechs. Die Corona-Haare müssen weg. Acht. Neun. Zehn. Schulter drücken, drücken oder Schulter ziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und fünf, vier, drei, zwei, eins, lösen. Okay, weg damit. Wir fangen gleich an. Ich sag Ildiko, Ildiko, sag mir bitte eine Zahl zwischen 10 und 10. Schnell. Was? Sag mir eine Zahl zwischen 10 und 10. Acht. Okay, acht. Zwischen 10 und 10 ist 8. Sonja Alves, du hättest schon die ganze Zeit Muskelkater haben können. Schau her, wir machen ein Spiel. Ha. Schau her, wir haben 8 Karten in der Hand. 8. Wir haben 8 Karten hier in der Hand. 8. Habt ihr alle 8 Karten? Okay, schau her, wir haben 8 Karten in der Hand. Wir legen eine hin. Leg eine hin. Knie zusammen. Ja, Kniebeugen. Ja, leg eine hin. Kniebeugen. Ja. Wir machen einen Schritt nach vorne. Wir heben eine Karte auf. Wir legen 2 Karten hin. Wir machen einen Schritt nach vorne. Mach ihn wechseln mit deinen Händen. Wir heben 2 Karten. Wir heben 2 Karten auf. Wir legen 3 Karten hin. Langsamer. Warum? Wir machen einen Schritt nach vorne. Du hast keine 3 Karten. Wir machen einen Schritt nach vorne. Ich mache heute nicht mit. Wir machen einen Schritt nach vorne. Nee, wir heben 4 Karten auf. Nein, 3. Wir heben 3 Karten auf. Wir heben 3 Karten auf. 1. Ich helfe dir nur zum Denken. 2. 3. Wir legen 4 Karten hin. 1. 2. 3. 4. Wir machen einen Schritt nach vorne. Wir legen 4 Karten hin. 1. 2. 3. 4. Wir heben 5 Karten auf. 1. Wir legen 5 Karten hin. 3. 4. 5. Wir machen einen Schritt nach vorne. Geh zurück. Einen Schritt nach hinten. Wir heben 5 Karten auf. 1, 2, 3, 4, 5. Wir legen 6 Karten hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir machen einen Schritt nach hinten. Wir heben 6 Karten auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir legen 7 Karten hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir machen einen Schritt nach hinten. Wir heben 7 Karten auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hm? Wir legen 8 Karten hin. 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen nur 2. 7, 8. Wir machen einen Schritt nach vorne. Wir heben 8 Karten auf. 1. Ich bin brav, gell? 2, super. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir legen 9 Karten hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir machen einen Schritt nach vorne. Und die Aufgabe von euch ist, wir heben 9 Karten auf. Wie viele Squats haben wir denn zusammen gemacht? Wir heben 9 Karten auf. Und los. 1, oh Gott. 2, jetzt ist es 10. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Wir legen 10 Karten hin. Aber dann Schluss. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das war's. Oh. Wenn irgendjemand Kindergeburtstag hat, das kann man mit ganz vielen Karten machen. Und dann werden sie von selber müde. Das war mein Workout für sie. Und sie hat sogar nicht geflucht am Ende des Tages. Normalerweise macht man das normalerweise mit 15 Karten. 15 bis 20 Karten. Dann wird es richtig interessant. Dann sind wir richtig in die Kniebeuge. Da können das ganze KMT durchlaufen. Ja? Also in diesem Sinne von meiner Seite aus war es das. Danke fürs Mitmachen. Und sie gekrampft, weil ich so gut aussehe. Das ist schon Laufkrampf. Krampf. In diesem Sinne, ciao miteinander. Tschüss. Meinst du? Ja. Okay. Okay, Ladies. Jetzt kurz mal euch lang machen. Oh, ich kriege tatsächlich Krampf. Oh, in dem Fuß, in dem Bein. Okay, Ladies. Lang machen. Wir haben jetzt sehr gemütlich trainiert. Für Abend ist es ganz toll. Der Puls geht nicht so hoch. Das heißt, ihr könnt danach schlafen. Und macht einfach, weil die Wiederholungen tun, dass es gut ist. Also nicht das Gewicht, sondern die Wiederholungen. Gell, Schatzi? Ja, das hoch. Ellie, auch wenn es euch nicht so viel Spaß macht, müsst ihr trotzdem auch Gewicht, auch Kraft machen, okay? Mir das Arme nach unten ziehen. Ellie? Genau. Runde Rücken. Darf ich was sagen aus dem Hintergrund? Ja. Umso älter ihr werdet, umso mehr müsst ihr Kraft machen. Wir werden nie älter, wir werden nur reifer. Okay, umso reifer, älter ihr werdet, ihr müsst immer Kraft machen. Immer, umso mehr müsst ihr Kraft machen. Und? Doch, ich nein! Der ist so schlimm. Ihr steht nochmal kurz auf, ihr nehmt eure Beine. Nochmal kurz dehnen. Nachher lasst euch nochmal Zeit vor dem Fernseher, dehnt euch ruhig, das tut gut. Oh, heute kommt doch, diese Sendung mit der Verkupplung, glaube ich, ja? Ich weiß es nicht. Wo sie sich wieder wohl, das beste Deal das oder so. Das schaue ich nicht an. Doch, doch. Hey, wir werden nie älter, Klaus. Ja, habe ich ihm doch gesagt. Mädels, ihr müsst. Jetzt muss ich euch mal heute die Geschichte erzählen. Es ist kurze Geschichte. Wir müssen Vorbilder diese reiferen Damen nehmen. Ich rede jetzt von einer Ü-80-Jährige. Sie kam heute rein zu mir zum Nägel machen. Und dann kam sie ohne Schutz, ohne Mundschutz. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie den Mundschutz dabei hat. Sagt sie, ja klar. Sag ich, sie müssen auch hier anziehen. Oh, da hat sie noch nicht so ihr gepasst. Dann sage ich, ja, aber sie müssen sich ja sowieso noch mehr schützen. Hat sie mich angeschaut und hat sie gesagt, sie ist nicht schwer krank. Sie hat keine Krankheiten. Und dann habe ich gedacht, okay, habe ich auch nichts gesagt. Also, wir müssen dann die Damen als Vorbild nehmen, auch mit Ü80 muss man sich nicht angesprochen fühlen, dass man etwas reifer ist, okay? Genau, Mädels, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und dass ihr uns trotzdem zuschaut und mitmacht. Danke euch und schönen Abend euch. Tschüss.